Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Freunde meines YouTube-Kanals, hallo Rechtsfreunde. Noch eine weitere Entscheidung aus der jüngsten Hartz-IV-Sitzung des 4. Senats des Bundessozialgerichts, die ich Ihnen nicht vorenthalten will. Und zwar ging es diesmal um das Thema Glücksspiel. Nun behaupten ja böse Zungen, dass die Chance auf einen Sechser im Lotto höher sei, als die Wahrscheinlichkeit vom Jobcenter auf dem ersten Arbeitsmarkt vermittelt zu werden. Aber wie gesagt, das sind Gerüchte, auf die ich hier nicht weiter eingehen will. Jedenfalls schien auch der Kläger in diesem Verfahren dieser Auffassung zu sein und hat sein Einkommen dadurch aufgebessert, dass er also regelmäßig an Glücksspielen teilnahm. Ob das nun Lotto war oder Poker oder irgendwelche Sportwetten, das ergibt sich nicht aus der Entscheidung. Jedenfalls hat er mit dieser Spielteilnahme nicht unerhebliche Gewinne erzielt und das Jobcenter hat diese Gewinne als Einkommen angerechnet. Und ist der Kläger auf die grandiose Idee gekommen zu sagen, ja gut, das sind zwar sonstige Einkünfte, die angerechnet werden können, aber ich muss behandelt werden wie ein Gewerbetreibender. Das heißt also, der gesamte Aufwand, den ich hatte, um meine Gewinne zu erzielen, der muss praktisch den Gewinnen gegengerechnet werden, sodass also nur der Nettogewinn als Einkommen berücksichtigt werden kann. Das hat das Bundessozialgericht abgelehnt und gesagt, die Gewinne sind grundsätzlich als sonstige Einnahmen im vollen Umfang anzurechnen. Die Spieleinsätze können zwar gegengerechnet werden, aber nicht alle Spieleinsätze, sondern nur diejenigen Einsätze, die zu dem konkreten Gewinn geführt haben. Das heißt also, er kann anders als ein Unternehmer nicht bilanzieren und am Jahresende sagen, ich habe so und so viel bei Gewinnspielen eingesetzt und so viel gewonnen und nur die Differenz kann mir angerechnet werden, sondern er muss also dann im Einzelfall nachweisen, um diesen Gewinn von 100 Euro zu erzielen, habe ich 5 Euro eingesetzt, sodass also nur ein Nettogewinn von 5 Euro übrig bleibt. Eine ganz interessante, auch etwas kuriose Information. Also berücksichtigen Sie das bitte, wenn Sie mal 6 Richtige im Lotto haben, dass man den Einsatz, den Sie dabei hatten, dann von Ihrem Gewinn abziehen muss. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.